Moin, liebe Märchenfreunde, mein Name ist Kenny und herzlich willkommen bei Gamings Märchen. Wir befinden uns hier im nächsten Teil des Let's Plays zu Graveyard Keeper. Ich habe mir für diesen Teil überlegt, dass wir uns mal darum kümmern werden, dass unsere Kirche so schick und nett angenehm wie möglich ist für den nächsten Gottesdienst. Deswegen heißt es jetzt, keine weitere Zeit verplempern und einfach mal wirklich mit dem Fußbus direkt zack ab in die Kirche und gucken, was wir hier noch anstellen können. Kerzenständer, Kirchenbänke, Wandleuchter. Okay, das könnten wir alles noch herstellen. Dafür brauchen wir eigentlich immer nur einfache Eisenstücke. Wir haben ja mittlerweile auch genug Eisen da. Können wir vielleicht auch einfach schon mal ein besseres Gebet hier, sowas, richtiges Gebet, dass man da vielleicht schon was Besseres craften kann. Da gucken wir doch jetzt einmal direkt. Der Metzger. Weiß er nicht. Da gucken wir einmal direkt in unseren Theologiebaum. Bin ich da jetzt schon wieder zu weit? Ne, hier ist richtig. Preis des Glaubens, das haben wir. Herstellen, Spendengebet. Wie könnte ich das denn herstellen, dieses Spendengebet? Das ist so jetzt die Frage, die ich habe, tatsächlich. Das wäre jetzt so das, was ich mich frage. Kerzenständer 2. Aha. Chef mit dem Glauben. Herstellen Flugblatt. Herstellen Gebet nach Reichtum. Ah, okay. Wie stellen wir das denn aber her? Das frage ich mich jetzt. Wie wir diese Gebete herstellen könnten. Das können wir doch bestimmt. Ja, zum Untersuchen. Hätten wir theoretisch eine ganze Menge auf Tasche, aber ist jetzt ja erstmal egal. Ich glaube, dafür bräuchten wir vielleicht, das ist ja ein Untersuchungstisch, müssen wir hier vielleicht noch einen anderen Tisch bauen. Ein Kirchenarbeitstisch nämlich. Oder ein Arbeitstisch. Das ist jetzt die Frage. Kegelförmige Gefäße. Hier brauchen wir Nägel und komplexe Eisenstücke. Also ich will jetzt einfach mal von der Logik her sagen, dass wir einen Kirchenarbeitstisch brauchen. An so einem Kirchenarbeitstisch kann bestimmt auch eher ein Gebet, ein neues Gebet herstellen. Okay. Komplexe Eisenstücke. Die könnten wir sogar schon freischalten. Und hier unten sehe ich gerade Glasbläserei. Dann kegelförmige. Brauche ich noch den Ofen 2? Heieiei, das wird alles ganz schön teuer. Fortgeschrittenes Schmieden. Wir brauchen jetzt ja nur. Genau, den Kirchenarbeitstisch wollen wir. Ja, dann passt das ja. Dann machen wir jetzt das fortgeschrittene Schmieden, dass wir auch komplexe Eisenstücke herstellen können. Davon brauchen wir auch noch ein paar mehr. Jetzt könnten wir theoretisch auch mal besseres Werkzeug herstellen, was auf lange Sicht wahrscheinlich auch vernünftig ist. Genau. Ja, da kümmern wir uns jetzt erstmal darum, dass wir jetzt komplexe Eisenstücke kriegen, Holzplanken. Und dann wollen wir da einen Kirchenarbeitstisch bauen. Hier unten können wir auch noch was einsammeln. Zack, von der letzten Leichenverbrennung. Salz, Asche, Bestattungsurkunde. Immer gerne gesehen. Ich lasse jetzt auch bewusst erstmal die Möhren sein, weil wir uns jetzt erstmal um andere Dinge kümmern wollen. Ah, okay, Axt 1, Schaufel 1. Hier könnten wir das jetzt alles herstellen. Da brauchen wir noch komplexe Eisenstücke für. Die könnten... einfache Eisenstücke, pardon. Die stellen wir doch jetzt einfach mal her. Brauchen wir so oder so noch. Fertigen, dann gucken wir hier mal rein. Jetzt könnten wir eine Axt, Schaufel, könnten wir alles theoretisch jetzt herstellen. Den neuen Kram, sage ich jetzt mal. Okay, das wäre ja auch schon mal fein. Aber wir brauchten jetzt auch Nägel. Brauchten wir jetzt noch. Zack. Und Nägel. So. Ja, nur ist ja fertigen. Können wir die Holzplanken einfach fertigen? Ja, können wir auch. Ah, wir können. Ah, hier kann man das wieder rausnehmen. Sehr schön. Holzplanke. Ah ja, die groben machen wir auch woanders, ne? Eisenmeißel, den brauchen wir jetzt auch gar nicht. Die groben Holz. Ah, da, Balken. Die hätte ich gerne. 6 Stück. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das von der Anzahl her reichte. Verflucht.
Diese ganzen Innereien. Ich frage mich, ob wir die vielleicht auch einfach mal verhökern könnten irgendwie. Mal kurz hier bisschen Ordnung noch machen. Komplexe Eisenstücke, stimmt, die brauchten wir noch. Damit wir die herstellen können, müssen wir ja auch noch. Müssen wir ja auch noch. Asche darüber. Danke. Schon mal wieder ein bisschen Platz. Blut kann auch weg. Noch was zum Ablegen. Ich gucke gerade einmal kurz durch. Ja, den Schleim können wir noch ablegen. Und dann haben wir hier noch drin. Na, dann gehen jetzt hier erstmal die Innereien rein. Weg. Mit dem Mist. Genau. Das, das, das. Salz, wo habe ich denn das Salz gelagert? Das muss ich ja auch irgendwo haben eigentlich. Das ist sehr strange. Aber gut, da ist drum. Genau, komplexe Eisenstücke müssen wir noch fertigen. Darum ging es noch. Dann müssen wir mal schauen, was wir dafür, bra oh, dafür brauchen. Eisenerzlager Amboss. Könnten wir schon herstellen, aber der passt hier wahrscheinlich nirgends mehr hin, ne? Nee. Wie könnten wir denn Werkbank für Holz hoch vergrößern? Ah, komplexe Eisenstücke. 10 Stück. Haha, die kann ich aber nur am Amboss machen, ne? Das heißt, ich müsste jetzt erstmal wieder was wegnehmen, damit ich einen Amboss hinsetzen kann. Ah, wie nervig. Wie nervig, wie nervig. Ich würde sagen, ich nehme jetzt erstmal das Eisenerzlager weg. Das nimmt im Moment leider nur Platz weg und Eisen ist eh im Moment noch in der Mache. Behaupte ich, dass jetzt erstmal genug da ist. So, nein. Und jetzt wollen wir bauen ein Amboss. Genau. Schick schön, ein Amboss. Da bitte hin. So. Und dann können wir an diesem Amboss hoffentlich fertigen. Komplexe Eisenstücke. Ah, oh, ich stelle fest, das heißt, dann brauchen wir da unten auch diesen einfachen Hackplatz, wie auch immer, nicht mehr. Komplexe Eisenstücke. Wenn ich mir jetzt natürlich gemerkt hätte, wie viele wir davon brauchen. Ja, was man nicht im Kopf hat, ne, hat man in den Beinen in der Regel, aber. Ach, die Energie, das wird auch schon wieder eine enge Nummer. Es wird alles sehr, sehr eng. Macht aber nichts. Wir haben ja noch ein bisschen was zu futtern auf Tasche. Bisschen was ist ja noch da. So. Dann gehen wir jetzt erstmal mit dem, was wir noch haben. Hier auch nochmal einfache Eisenstücke. Geben wir auch gleich nochmal einen Schwung. Und dann gehen wir damit jetzt erstmal los und schauen mal, was wir damit anstellen können. Ob wir da diesen Kirchenarbeitstisch bauen können, ob es dafür reicht. Und ja, dass wir dann hoffentlich noch, bevor denn der Sonntag anbricht, wir noch ein anderes Gebet vielleicht craften können, wie auch immer. Schauen wir uns das mal an. Bauen. Kirchenarbeitstisch, oh, Halleluja, es reicht. Gut, Kirchenarbeitstisch, wo wollen wir uns den denn hinsetzen? Am besten da, wo Platz ist, ne? Er steht da oben jetzt auch so richtig mittig drin, ne? So volle Granate. Ah, ist doch schon wieder Schrott. Schrott, Schrott, Schrott. Ich glaube, ich stelle ihn jetzt einfach dahin. Ja, so, zack. Stellen wir ihn hin, bauen ihn auf. Ah, die Energie reicht dafür noch. So, fertigen. Ah, hier können wir unsere Haut mal loswerden. Schweinslederhaut. Ah, hier können wir Kerzen craften. Ah, Hanfseile, Kerzen. Eieiei, das brauchen wir alles. Aber nach dem neuen Gebet sieht das leider nicht aus. Ach, verflucht. Es hätte ja funktionieren können. Es ist hier wirklich Mission Trial and Error. So ein bisschen. Ich hoffe, ihr seht es mir ein bisschen nach. Aber gut, dann gehen wir halt hoch und mit der restlichen Energie bauen wir dann vielleicht noch einen Kerzenständer mehr oder so. Wenn die Eisenstücke das dann auch noch zulassen. Einfach ein Eisenstücke bauen. Ja, einen können wir tatsächlich noch. Wandleuchter, der Kerzenständer. Wandleuchter, mal gucken. Ob man den hier vielleicht irgendwie mal so. Nee, dafür ist irgendwie kein Platz. Dann halt Kerzenständer. Machen wir noch Kerzenständer mehr. Zack. Kerzenständer ohne Kerzen. Dann ist es so. Okay. Gut. Haben wir noch einen Kerzenständer mehr? Haben wir immerhin schon mal eine 12er. Können wir denn jetzt vielleicht auch schon die Messer halten? Dann muss ich das Gebet noch von unten holen, ne? Das könnte man ja vielleicht noch machen. Dann haben wir es wenigstens gleich von der Backe. Wäre das nämlich schon erledigt. Genau. Zack.
das Gebet. Ist ein Sonntag. Ja, was ist denn heute? Mann, Mann, Mann. Also ich dachte eigentlich so eine Messe, die hält man frühs. Relativ zeitnah. Der Bischof kommt doch auch schon angejoggt hier. Na ja, gut, dann hauen wir uns halt nochmal kurz aufs Ohr. In der Hoffnung, dass wir nicht den ganzen Tag verpennen. Das wäre nämlich ungünstig. Und ja, dann gucken wir mal weiter. Kleine Runde pennen, ein bisschen Energie sammeln. Ja. Ja, jetzt ist es schon so Vormittag, später Vormittag. Ja, das soll erstmal reichen. Wollen ja nicht den ganzen Tag verschlafen hier. So, zack, wir wollen jetzt mal schnell unsere Messer halten. Dann frisch auf ans Werk. Unsere Schäfchen warten auf göttlichen Hinweis oder Rat, wie auch immer. Und dann wollen wir sie auch nicht länger warten lassen. Und das doch auch mal tun. Eintreten. Dann, das Gebet müssen wir noch auf Tasche haben. Beten. Hier, flüchtiges Gebet. Na dann, Abfahrt. Die Kirchenbänke sind voll. Vielleicht. Ja, doch, die werden tatsächlich voll. Cool. Ich würde gerne ein paar Worte sagen. Unsere Kirche ist klasse. Toll, die Leute sind begeistert. Jetzt lasst uns um diesen Segen beten. Okay, toll. Nein, immerhin. Eure Spenden sind willkommen. Tolle Predigt. Ah, Mensch, da. Mal mäßig. Ah, ja, doch. Das läppert sich doch langsam. Sehr schön. Viel ist da jetzt zusammengekommen. Mal gucken. Prüfen. Oh, ein Silber. Halleluja, Brüder und Schwestern. Das ist ja... Das ist ja granatenstark. Dann wollen wir das Gebet erstmal wieder ablegen. Man kann Papier daraus gewinnen, aus diesem ruinierten Buch. Kann ich das einfach zerstören? Nee, das wäre mir jetzt irgendwie... Wäre mir jetzt nichts. Kann ich das nicht irgendwie hier zerlegen oder so? Nee. Endabfall? Kann ich nicht. Wissenschaft. Ach, wo bekam ich jetzt mal diese Wissenschaftspunkte her? Ja, das ist wieder die Frage, ne? Nee, ich will nicht 4 Bücher zerstören. Da habe ich jetzt gerade ein bisschen Schiss. Dass ich einfach Bücher kaputt machen. Okay. Ich lagere die hier erstmal mit. Ja, papalapap. Wir werden jetzt nochmal uns die besseren, schon etwas besseren Werkzeuge schmieden. So, 30 auf dem Friedhof erreichen, das haben wir noch nicht ganz. 20 in der Kirche, das haben wir auch noch nicht ganz. Und 4 gute Fischfilets. Da bräuchten wir vielleicht mal eine Angel. Ich glaube, der Seemann wollte ja, ich glaube, eine Motten haben oder was. Ist das wahr? Müssen wir uns auch nochmal anschauen. Genau, und im nächsten Schritt wollte ich jetzt hier auch mal ein bisschen ja, die Gartenarbeit voranbringen. Dass man da dann vielleicht auch nochmal sich so ein zweites Standbein aufbauen kann. Jetzt kann da erstmal rüber. Da, was haben wir noch? Das Eisen können wir da erstmal lagern. Die Nägel, komplexe Eisenstücke. Ach, da hätten wir sogar auch noch eins in der Truhe gehabt. Ja, ja, ja. Pilze. Brennmaterial nehmen wir erstmal mit. Und dann... Ach ja, genau. Wir konnten ja jetzt diesen einfachen Kollegen hier. Können wir jetzt erstmal wegmachen. Ist leider auch ein bisschen schade, dass man... Metallschrott. Ich frage mich, was man mit dem Metallschrott noch anstellen kann. Damit muss man auch noch irgendwas machen können. Finde ich ein bisschen schade, dass man nicht das dann hier verschieben kann. Also, dass ich jetzt nicht sagen kann, ich möchte da oben meinen Amboss beispielsweise verschieben. Müsste jetzt wieder einen komplett neuen bauen. Finde ich ein bisschen blöd. ach ja, genau. Ich wollte noch prüfen, wegen der Hoferweiterung. Hof vergrößern. 8 Planken. Oh, 10 komplexe Stücke. Puh. Nägel haben wir genug. Okay. Ja, das ist dann doch erstmal noch Zukunftsmusik mit dem Vergrößern. Wir wollen nämlich herstellen das bessere Werkzeug schon mal.
Hammer können wir jetzt auch herstellen. Aha, Information. Aha, ja. Gut, da unser Holz ja so gut wie leer ist, nicht genug Ressourcen. Fertigen. Dauert das jetzt einfach? Läuft der jetzt von alleine? Nee. Bin maximal verwirrt gerade. Achso, okay, jetzt hat er schon zwei Stück da drin. So. Ah, okay. Ich brauche noch einfache Eisenstücke. Dann machen wir die erstmal. Zack. Jetzt fertigen. Und jetzt hätte ich gerne eine Axt. Ah, jetzt kann ich sie auch herstellen. Sehr schön. Okay. Obacht. So, und jetzt haben wir Axt 1. Ausrüsten. Die möchte ich gerne ausrüsten. Genau. Fertigen. Was könnten wir denn noch? Schaufel 1. Machen wir doch auch gleich mal mit. So eine bessere Schaufel. Ist ja auch eine nette Geschichte. Und dann, ja, Spitzhacke. Machen wir das auch gleich mit in einem Rutsch. Hoffentlich, wenn die Energie reicht. Spitzhacke. Genug Ressourcen. Oh, dann hätte schwer gefehlt. Spitzhacke. Ah, Eisen. Kein Eisen mehr. Nein. Ja, Tatsache, wir haben auch nichts mehr hier drin, ne? Eieiei. Na gut. Dann wollen wir die Schaufel ausrüsten auch schon mal. Dann im nächsten Schritt würde ich sagen, da die Energie jetzt eh schon low ist und der Tag sich dem Ende zuneigt, gehen wir jetzt erstmal pennen, laden die Energie nochmal ordentlich auf. Und dann werden wir mal, ja, hoffentlich gleich neues Eisen erstmal haben, dass der Ofen da durchgerannt ist. Jawohl, da ist Eisen. Zack. Und dann wollen wir nämlich noch die Spitzhacke uns erstmal herstellen. Fertigen. Arbeiten. Zack. Zacke. Sehr schön. Jetzt haben wir uns schon mal einen Satz besserer Werkzeuge gemacht. So. Möchte noch gerne die Maden erstmal loswerden. Holz auf Tasche, Brennholz auf Tasche. Ach ja, Brennholz auf Tasche. Das, ja, genau. Ahaha. Kochen. Kann nämlich auch hier drin kochen. Aha. Ah, da guck. Spiegelei. Braucht man Eier für. Hm. Hier drin könnte man nämlich auch die Pilze machen. Fischnuggets, Fischsuppe, gebratener Fisch, Omelette. Ja. Brauchen wir erstmal Teig. Den Teig. Keramikurne. Teig. Dafür brauchen wir noch Wasser. Das heißt, wir müssten nochmal Wasser von draußen holen. Dann machen wir Teig und dann schmeißen wir da mal ein paar Brote nämlich an. Das wäre ja nochmal was. Genau, Wasser. Zack. Einmal sauberem Wasser. Jawohl. Und den müssen wir ja, glaube ich, einmal benutzen, damit wir auch das Wasser tatsächlich haben. 20 Wasser, genau. Dann machen wir jetzt einfach mal so viel Teig, wie es geht. Was wir halt haben. Fertig. Abfahrt. Arbeiten. Sechsmal Teig. Sind wir hier voll die kratzen Pizzabäcker? Keine Ahnung. So, zack, jetzt haben wir Teig ohne Ende. Und dann wollen wir daraus nämlich Brot machen. Ach ja, erstmal müssen wir Brennstoff. Ich habe jetzt 70 auf Tasche. Schmeiße jetzt auch erstmal 70 rein. Dann ist da erstmal Ruhe. Meine Tasche wäre auch wieder leer. Zack. Kochen. Brot. Bitte. Brot. Ach, ganz viel Brot. So, das läuft jetzt da schön durch. Dann haben wir nachher leckeres, köstliches Brot, wenn wir wiederkommen. Dass wir uns auch mal ein wenig Brot in die Figur drücken können. Das wäre ja famos. Und dann wollen wir jetzt in der Zwischenzeit schnellen Fußes mit unserer super krassen Abkürzung hier einmal ins Dorf. Und dann möchte ich hier nämlich einmal noch eine Bestattungsurkunde, die wir haben, verscherbeln. Zack, weg damit. Nee, nicht abbrechen, ich möchte es gerne verkaufen. Danke. Und dann wollen wir noch einmal zum Schmied und dort dann nämlich ich sag mal, unsere Schrottwerkzeuge in Anführungsstrichen, die dann verhökern, wenn er sie dann nimmt, aber ich gehe da jetzt einfach mal von aus, handeln. Ja, Tatsache, die können wir sogar verkaufen. Dann verkaufen wir die nämlich auch. So, mit dem Mist nämlich los, auf Deutsch gesagt.
Und dann können wir nämlich uns mit der Kohle, jetzt haben wir 12 Silberlinge, meine Güte, das ist aber ist gar nicht so schlecht. Davon nämlich, ein wenig Saatgut kaufen. Jetzt bin ich bloß gerade überlegen mit der Karte, wo wir jetzt genau hin müssen. Da steht der Händler normalerweise rum. Ja, okay, aber wo war denn der Imker zum Beispiel? Honig? Weil der Imker, der könnte doch dann auch Wachs haben, oder? Ja, das ist der Töpfer. Ich kann mir vorstellen, dass so ein Imker auch Wachs hat. Man kann bestimmt auch irgendwann selber Bienen irgendwie züchten, könnte ich mir jetzt auch vorstellen. Ich kann mir eine ganze Menge vorstellen, wie ihr merkt. aber es wäre jetzt ja das Naheliegendste. Tatsächlich Bienenwachs. Bienenwachs, Honig. Wollte nicht der eine Honig haben? Wie ist mir so? Wie viel Honig wollte er haben? Vier? Ich glaube, da wollte doch der komisch rumbrabbelt hier. Ich bin der Diggo und so, wo wir uns das Öl gekauft haben. Ich glaube, der wollte auch Honig haben. Und dann bringt er uns, glaube ich, ein Rezept bei. Irgendwie, so ganz dunkel ist mir so, dass er sagte, er hätte gerne Honig. Und wenn wir schon mal hier sind, könnte man das doch dann auch gleich Tat umsetzen. Genau. Ah, 5 Honig. Ich war schon mal nicht verkehrt. Sehr schön. Und oh, bei ihm kann man auch Hanfsamen kaufen. Das würde ich doch einfach mal machen. Dann nehme ich auch alle 9 mit. Zack. Warte mal. Abbrechen. Ja. Er hat auch da. Er hat auch da noch was anderes. Was ist das hier? Das sind die Hanfsamen. Ah, ich kann ja auch direkt Hanf kaufen. Nein, ich will die Samen haben, Amigo. Ja, da komme ich doch viel besser bei weg. Genau, dann kaufen wir jetzt nochmal einen Honig mehr. Bring ihm den und dann kriegen wir, glaube ich, noch ein Rezept. Ne? Und dann haben wir schon mal Hanf, was wir dann anbauen können. Das ist ja schon mal eine feine Geschichte. Aber ich will dann jetzt auch gleich noch hier Möhrensaat und sowas noch kaufen und Radieschen und sowas. Noch einmal mehr, bitte. Danke. So, okay, gehen wir das verkaufen. Genau, wir brauchen ja noch Radieschen, glaube ich, Salat und Möhren auch, um mit dem Händler die Quest abschließen zu können, glaube ich. Das wollte der ja noch haben. Dann wollen wir das auch tun. Aber erstmal holen wir uns jetzt hier dieses Kuchenrezept. Also ich persönlich bin ja so ein Fan von Käsekuchen. Was für einen Kuchen esst ihr gerne? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Wie süß. Was ist mit dem Kuchenrezept? Denk einfach dran. Kuchen kann nicht süß genug sein. Süßigkeiten helfen dabei, die Sachen von anderen Blickwinkeln auszusehen und um mehr zu lernen. Erstellen Kuchen. Na, das sah aber nicht nach Käsekuchen aus. Naja, gut. Sei es drum. Okay. Haben wir zumindest schon mal gelernt, wie man Kuchen macht. Das ist doch auch schon mal eine feine Geschichte. Nehme ich auf jeden Fall so mit und dann wollen wir uns jetzt noch Saatgut kaufen. Und dann noch hoffentlich mit dem Saatgut und unserer restlichen Energie noch ein wenig die Felder bestellen. Das wäre jetzt so der nächste Schritt. Ich könnte mir vorstellen, dass man hier oben bestimmt Weizen bekommt. Ich glaube, da war doch der Müller. Der trieb sich hier rum. Mir ist so langweilig, wenn ich nichts zu tun habe. Handeln. Was hat er denn? Also, da kann man nur Mehl direkt kaufen, oder? Oder ist das. Ja, da kann man nur Mehl direkt kaufen. Ja, nee. Mehl bringt mir nichts, ich will das selber herstellen. Ich will am Anfang der Produktionskette stehen, nicht mittendrin anfangen. Schauen wir mal hier. Oh, auch noch welche unterwegs. Frag nach Landwirtschaft, machen wir auch mal direkt. Braucht etwas Bestimmtes, um ein guter Bauer zu sein? Du musst wissen, wie man. Kauf dein Kram lieber vor einem Profi wie mir. Mit meinem Gemüse kannst du etwas Schmackhaftes zaubern. Oh, jetzt haben wir sogar gelernt. Karottenschnitzel. Herstellen einer Schüssel Sauerkraut. Herstellen Rübenscheiben. Oh, cool. Handeln. So. Dann wollen wir jetzt noch kaufen. Weizensamen. 30 Stück. Würden mich das kosten, wenn ich alle kaufe.
schon recht teuer. Machen wir mal die Hälfte, 15. Hätte ich mir natürlich mal merken sollen, wie viel Karottensamen ich denn auch habe. Aber hier nehme ich jetzt einfach mal aus der Luft gegriffen. Ich nehme 20 mit. Und Kohlsamen machen wir jetzt auch einfach nochmal. Da machen wir auch 20, komm. Zack. So, was verkauft er da noch? Was ist das? Rübensamen. Ach, die brauchen wir ja auch. Ja, nehmen wir alle. Zack. Okay. Gut, jetzt haben wir fast unser ganzes sau verdientes Geld wieder ausgegeben. Aber so ist es, ne? Wer Geld verdienen will, muss Geld investieren. Das nützt ja nun mal leider nichts. Dann jetzt mit unserer Abkürzung wieder schnell zurück zum Hof. Zack. Ah, er ist auch schon wieder da, Schlange. Und dann hier hoch. Mal gucken, was unsere Brote so treiben. Eieiei, da kam schon ein jetzt Brot. Ist sogar schon. Boah, 12 Brote sind schon fertig. Hammermäßig. So. Eisen ist auch schon wieder ein bisschen was da. Ein Fein. Dann, ach ja, ich wollte vielleicht noch mir mein restliches Saatgut mitnehmen. Hier sowas, Torf, das ist ja, glaube ich, Dünger. Nehmen wir auch einfach mal direkt mit. Saatgut habe ich dann vielleicht noch drinnen. Schauen, dass ich hier eine Kiste geschmissen habe. Noch was drin? Nein. Noch was reingepackt? Auch nicht. Okay. Na gut. Dann prüfen wir hier nochmal. Ja, das ist ja allerhand. Dann wollen wir mal. Eisen ist auch fertig. Oh, jetzt ist unser Ofen leer gelaufen. Jetzt müsste man sich auch wieder um Eisen kümmern. Ich möchte gern ein Beet mit Stäben, leeres Beet, Komposthaufen. Nee, kann ich hier pflanzen? Kohlsamen, genau. Dann leeres Beet. Knallen wir jetzt hier einfach erstmal voll. Ich habe keine Ahnung, wie viel ich tatsächlich beschaffe zu ackern. Aber das ist ja erstmal egal. Hauptsache, wir bringen das Saatgut noch im Boden. Und dann würde ich da am liebsten irgendwie auch noch Torf raufschmeißen wollen, wenn das geht. Mal gucken. So, Pflanzen. Samen oder Dünger wählen. So, Torf. Fertigen. Ah, okay, kann ich das jetzt hier überall machen? Ja, ich brauche immer nur einen Torf. Perfekt. Machen wir das doch direkt. Jetzt, ach ja, man muss ja auch nicht alles fünfmal machen, ne? Was wollen wir denn hier anpflanzen? Ich glaube, hier fangen wir jetzt einfach mal an mit Kohl. Zack. Pflanzen. Kohl. Fertigen. Kohl. Jawohl. Fertigen. Pflanzen, Dünger, so, Torf, Abfahrt und Kohl, fertigen. Das war's dann aber auch schon. Für mehr Kohl reicht es nicht. Aber ist ja nicht schlimm. Wir werden dann jetzt hier einfach direkt mit dem Möhrchen weitermachen. Dünger, Torf und das dann hier alles in den Boden bringen. Achso, kann ich hier jetzt auch erstmal noch so fertigen? Samen oder Dünger? Karottensamen. Fertigen. Ah, okay, cool. Dann kann ich das sogar dann doch noch abändern. Das ist auch schön. Machen wir das jetzt einfach voll. Das ist hier ein kleiner innerer Monk, der dann durchkommt. Und machen dann hier nahtlos weiter. Ich habe aber auch keine Ahnung, wie viel erstens die Energie reicht und die Samen auch tatsächlich. Aber das ist ja erstmal egal. Dünger haben wir. Fertigen. Karotten. Abfahrt. Weiter geht's im Text. Den hier. Und dann wollen wir da reinpacken. Rüben. Fertigen. Oh, Rüben reicht sogar genau für 2 Beete. Perfekt. Perfekt. Dünger. Ja, fertigen. Und dann wollen wir nochmal Rüben da rein haben. Sauber. Okay, dann machen wir hier hohen Mutes weiter.
und müssen dann noch, ich glaube, unseren Weizen in den Boden bringen, richtig? Und den Hanfsamen auch noch. Ein Traum. Nee, doch, das war richtig. Weizen. Einmal können wir noch Weizen, glaube ich. Ja, einmal müsste noch gehen. Dann wird es aber wieder, dann wird es kritsch. Aber ist ja nicht schlimm. Zack, Pflanzen. Dünger. Und dann machen wir hier mit dem Hanf weiter. Fertig. Sehr schön. Hanf brauchen wir jetzt ja dann, um Seile zu machen beispielsweise, hatte ich ja nur gesehen. Fertigen. Hanfsamen. Fertigen. Sehr schön. Cool. Ja. Da haben wir doch jetzt hier wieder eine ganze Menge angepflanzt. Bin ich schon ein bisschen stolz. So viel Gartenarbeit. Gut. Dann haben wir wirklich wieder eine ganze Menge geschafft. Und dann würde ich sagen, dann machen wir nahtlos weiter an dieser Stelle im nächsten Teil des Let's Plays, wo es dann wieder darum gehen wird, wahrscheinlich mal wieder ein paar Rohstoffe ranzuschaffen und uns vielleicht auch mal wieder ein paar Leichen auf dem Hof bringen zu lassen, damit wir da dann auch weiter vorwärts kommen. Aber wenn ihr bis hierhin zugeschaut habt, vielen Dank dafür und dann wünsche ich euch jetzt noch einen granatenstarken Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.